Kreuzweg von Plinio Correa de Oliveira. Erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Der Richter, der das ungeheuerlichste Verbrechen der Menschheitsgeschichte beging, wurde dazu nicht durch das Auflodern einer stürmischen Leidenschaft angetrieben. Es blendete ihn nicht ideologischer Hass, nicht Gier nach neuen Reichtümern, nicht der Wunsch, einer Salome zu gefallen. Es war die Furcht, seinen Posten zu verlieren, die ihn antrieb, den Unschuldigen zu verurteilen. Die Furcht, den Eindruck zu erwecken, die Vorrechte des Kaisers nicht sorgfältig zu hüten. Die Angst, politische Schwierigkeiten für sich selbst zu schaffen, wenn er dem Pöbel missfallen würde. Die instinktive Angst, Nein zu sagen. Das Gegenteil zu tun, was verlangt wird, mit Haltungen und Meinungen aufzutreten, die dem Umfeld widersprechen. O Herr, lange hast du ihn angeschaut mit dem gleichen Blick, der im Nu die Bekehrung des Petrus erwirkte. Ein Blick, in dem sich deine höchste moralische Vollkommenheit widerspiegelte, deine unendliche Unschuld. Und dennoch, er hat dich verurteilt. O Herr, wie oft habe ich Pilatus nachgeahmt? Wie oft habe ich zugelassen, dass die Wahrheit in meiner Gegenwart angegriffen wurde und ich aus Liebe zu meiner Karriere dazu schwieg? Wie oft habe ich mit verschränkten Armen dem Kampf und dem Martyrium derer zugesehen, die sich für deine Kirche einsetzten und hatte keinen Mut, ihnen ein Wort der Unterstützung zu sagen, aus Feigheit denen zu entgegnen, die mich umgaben, Nein zu sagen denen, die mein Umfeld bildeten, aus Angst, anders zu sein als die anderen. So, als ob du mich erschaffen hättest, o Herr, um nicht dich nachzuahmen, sondern unterwürfig meine Freunde nachzuahmen. In jenem schmerzhaften Augenblick der Verurteilung hast du, o Herr, gelitten für alle Feiglinge, für alle Schwächlinge, für alle Lauen, für mich, o Herr. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch das Beispiel deiner Stärke, mit der du der Verachtung der Menschen entgegengetreten bist und das Urteil des römischen Statthalters auf dich genommen hast, heile in meiner Seele das Geschwür der Trägheit und der Bequemlichkeit.